Name? Karl. Karl. Und weiter? Nichts weiter. Karl. Allerdings nennt man mich auch den großen Karl oder Karl der Große. Oho. Den Großen wirst du dir hier allerdings abschminken müssen. Ich bin ein demütiger Diener meines Herrn. Hm. Deine Frömmeleien nützen dir hier nichts mehr. Hier ist Endstation. Alle Gebetskonten geschlossen. Kein Vergeltsgott baut dir mehr ein Leiterchen zum Himmelszelt. Du kannst wieder ganz du selber sein. Ich weiß. Sag mal, Kali, du warst doch ein aufrichtiger Streiter für deinen Herrn, oder? Ja, das bin ich. Hast du nicht Stücke 4500 Mann geköpft? Im 8. Jahrhundert rum, nach Gottes Fleischwerdung. Ja, das habe ich. Ich habe an den Sachsen das christliche Missionswerk erfüllt. Von an nannten sie dich den Sachsenschlechter. So nannten und so nennen sie mich. Hm. Du hast Geiseln abgemurkst. Wehrlose Geiseln, nicht wahr? Alles Ungetaufte ist Satans Brut. Na, na, mal halblang. Da hätte ich ja viel zu tun. Wisse, auch die Ungetauften entstehen auf dem natürlichen Wege. Wenn auch nicht immer auf gottgefällige Art und Weise. Ich habe die Sünde mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Du warst ein wahrlich gottesfürchtiges Werkzeug deines Herrn. Ja, das bin ich. Ich wurde im Jahre 1165 heilig gesprochen. Ein Heiliger? Leck mich am Arsch. Das sind Neuigkeiten. Jetzt frage ich dich, Kali. Findest du es nicht teuflisch ungerecht, von deinem Herrn und Meister dich zu mir zu schicken? Er hat mich nicht geschickt. Ich bin freiwillig hier. Ich habe wohl nicht recht. Freiwillig? Nun ja, im Himmel ist es zwar recht schön. Und Gottes Gegenwart zu spüren, das hat schon was. Fromme Gespräche mit anderen Heiligen. Verspieltes Necken der lieblichen Engel. Ehrpreisung der strahlenden Jungfrauen. Hosianna singen. Aber. Herr Teufel, ich sag es frei heraus. Ich bin ein Mann der Tat. Ich suche Erfüllung. Das musst du mir erklären, Kali. Mir reichen Worte nicht. Ich will tatkräftig für meinen Glauben einstehen. Aber das musst du nicht mehr. Du hast die Himmelskarte gezogen. Du hast ordentlich für deinen Glauben gewerkelt. Du kannst dich jetzt im Paradies auf deinen Lorbeeren ausruhen. Teufel, mir ist langweilig. Ich will Sünder bestrafen. Ich will Ohren abschneiden, Pfählen, Rädern, Martern, vierteilen und Brüste verbrennen, Zungen herausreißen und Wasserfolter. Bitte, bitte, die Wasserfolter. Teufel, ich will dir helfen. Bedenke, was du sprichst. Als du noch auf Erden waltest, hast du reihenweise des Teufels Gehilfen abgeschlachtet. Und jetzt wirst ausgerechnet du mir helfen? Teufel, du tust doch ein frommes Werk. Du bestrafst die Bösen, die Gotteslästerer, die Ehebrecherinnen, die Analfecker. Verschwinde! Auf der Stelle! Hau ab! Ich bin ein frommes Werk, da soll mich doch der Teufel holen! Hau ab! Geh mir aus den Augen! Bitte! Bitte deinen Herrgott, dass er dir ein Sadomaso-Studio einrichtet. Bei mir wirst du nicht bedient. Tschüss, aber subito! Name? Schwester Ursula. Ja, Kruzifix. Erst ein Heiliger und jetzt eine Nonne. Was hast du denn Schönes angestellt? Oder willst auch du mir helfen? Wie? Dir helfen, elender Verführer? Lieber sterbe ich 1000 Tode. Einer reicht in der Regel. Also, was hast du Schönes angestellt? Nichts. Ich bin völlig frei von Schuld. Na, na. Du wirst doch das Urteil unseres Herrgott nicht anzweifeln wollen. Ohne einen Grund schickt dich der Allmächtige, Allwissende, Allgütige und so weiter nicht zu mir. Seine Gründe sind zwar manchmal etwas eigenwillig, aber so sind sie halt, der Alleinherrscher. Fangen wir mal mit der Keuschheit an. Immer noch Jungfrau? Ich bin eine strahlende Jungfrau, so wie Gott der Herr sie am liebsten hat. Tja, hat wohl nichts genutzt.
bist trotzdem bei mir gelandet. Hast du ihn gern gehabt, deinen Herrn Jesus Christus? Ich bin die gehorsame Braut meines Herrn. All meine Liebe gehört nur ihm. Das mit der Liebe wird manchmal missverstanden. Eier Herr, nun sende mir den süßen Regen deiner Menschheit. Hat eine Ordenskollegin von dir gedichtet. Mechthild von Magdeburg. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst, Satan. Eier Herr, liebe mich innig und liebe mich teuflisch und lang. Denn je öfter du mich liebst, desto reiner werde ich. Du sprichst in teuflischen Rätseln, verfluchter Verführer. Vollbring es her, sogleich an mir. Na? Ich weiß nicht, was du willst, elender Herrscher der Finsternis. Ich versuche es mal anders. Vor dem Schlafengehen, küsst du da manchmal den Christus am Kreuz oder das Jesubildchen, das auf dem Nachtkästchen steht? Ja, er ist die Freude meines Tages. Hast du dir da nicht manchmal gewünscht, ach, wäre das jetzt schön, wenn der Herr Jesu Christ leibhaftig und knackig vor mir stehen würde? Nein, wieso sollte ich? Na, damit ich der Herr Jesu Christ mal ordentlich durchfickt, kapischi? Nein, ich verbitte mir ihre sexistischen Ausfälle. Hat denn die ganze Welt nichts als Sex im Sinn? Die ganze Menschheit ein Sündenfuhl, brünstig und geil, einer fällt über den anderen her, wie Tiere. Dein Herrgott hat euch Menschen so gemacht. Da bist du sicher keine Ausnahme. Ich bin eine Ausnahme. Mich erfüllt einzig die Liebe der Caritas. Nie hatte ich fleischliche Gelüste. Entweder du bist eine notorische Lügnerin und deswegen hier, oder ihm ist tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Ich werde ihn mal anrufen. Hallo? Der Teufel. Ich habe eine Nonne, Schwester Ursula. Was hat die denn angestellt? Aha. Ach so. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Also, meine Süße. Matthäus Evangelium 5,22. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Na, klingelt's? Nein. Du hast deine Mitschwester Stefania blöde Gans genannt, weil sie dir keinen zweiten Nachtisch gegeben hat. Aber ich hatte Anrecht auf einen zweiten Nachtisch. Mag ja sein, aber blöde Gans hättest du nicht sagen dürfen. Nach göttlichster Gesetzsprechung entspricht Gans in Anwendung auf Frauen dem männlichen Narren. Und das bedeutet laut Heiland eben Hölle. Gesetz ist Gesetz und der Herr irrt nie. Oder magst du zu widersprechen? Nein, aber... Kein Aber, ab durchs Höllentor. Du dumme, blöde Gans. Name. Und deiner? Ich bin der Teufel, das sieht man doch. Tatsächlich. Was für ein absurder Witz. Was für ein Witz? Ich werde dich aufklären. Ich bin Atheistin. Tja, da hast du wohl die Arschlochkarte gezogen. Ab durchs Höllentor. Nicht so voreilig. Was hast denn du so zu bieten, ho? Willst du etwa frech werden? Soll ich meine Helferlein holen, damit sie dich mit glühend heißen Zangen gleich in den tiefsten Abgrund der Hölle schmeißen? Wir machen hier nicht viel Federlesens. Ich bin, wie gesagt, Atheistin, gehöre also keiner Glaubensrichtung an. Ergo beanspruchen mich alle Religionen gleichermaßen für ihre Hölle. Daher reise ich so herum und befrage die jeweiligen Verwalter nach den Modalitäten. Dies ist übrigens Hölle 576. Aha, eine ganz schlaue. Aber ich sag dir eins, die Höllen sind alle gleich. Aber gut, du amüsierst mich. Auf was stehst du denn so? Ach, ich hab da keine besonderen Vorlieben. Also ehrlich gesagt würde ich es vorziehen, weiter an meinem Grab zu pennen. Eingraben, das haben wir. Aber lebendig. Und wenn du dann in schreiender Panik nach Luft schnappst,
aber es gibt keine Luft und auch keinen erlösenden Tod. Dann kommt der Höllenwurm, der niemals stirbt. Markus 9,48. Ja, das ist Standard. Klar werden bei euch die Leute verbrannt, zerstückelt, zerhackt, zerquetscht, ausgeweidet, ausgepeitscht und so weiter und so fort. Der ganz normale mittelalterliche Folterkeller also. Sag mal, habt ihr nichts Originelleres auf Lager? Nun, unsere Folterknechte waschen sich vorher nicht einmal die Hände. Ja, das ist ja eklig. Aber auch ganz normaler Standard. Was ist denn für dich originell? Oh, die Qualen des Sisyphus zum Beispiel. Hochphilosophisch und nicht ganz so unzivilisiert wie euer dämliches Höllenspektakel hier. Wir werden mal darüber nachdenken. Vielleicht kommst du in einer Woche wieder. Ja, schauen wir mal. Also, tschüss dann. Scheiß Job. Du, sag mal, Teufel, darf ich dir eigentlich eine persönliche Frage stellen? Nur zu, mein Tag ist eh schon versaut. Warum machst du eigentlich die Drecksarbeit für Gott, hm? Das habe ich doch heute schon mal gehört. Ich mache nichts für Gott. Ich bin Gottes Erzfeind, sein ewiger Widersacher, so schaut's aus. Das sehe ich aber anders. Ja? Du sitzt hier und bestrafst ausgerechnet die Leute, die Gott ärgerten oder ablehnten. Mich zum Beispiel. Das ist doch völlig unlogisch, ne? Ich foltere und vernichte Gottes Schöpfung. Ist das etwa nichts? Du folterst zum Beispiel Leute, die Spaß am Sex hatten. Ja, aber Teufel, du bist doch der Sex. Sogar dreimal Sex. Hä? Ja, Sex. 666. Der Exorzist, das Omen, Mensch, Johannes Offenbarung. Hm? Oh, ein schönes Wortspiel. Mr. dreimal Sex, das merke ich mir. Und daher ist es unlogisch, dass ausgerechnet du die Seelen folterst, die Spaß am Sex hatten. Naja, ist was dran. Aber ich mache den Job jetzt schon ziemlich lange. Ja, aber so lange nun auch wieder nicht. Knapp 2000 Jahre. Im Alten Testament hat Gott noch brav alle Sünder selbst bestraft. Und zwar ausschließlich vor deren Tod. Ich sag nur Sodom und Gomorra. Erst Gottes Söhnchen hat mit diesem Höllen-Krimskrams angefangen und dich als Verwalter eingesetzt. Nee, da irrst du dich jetzt aber. Die Kirche hat mich als Verwalter eingesetzt. Tja, findest du das denn gar nicht merkwürdig? Ja, warum machen die denn das? Hast du dir denn nie Gedanken gemacht? Kaum. Bei der heutigen Arbeitslosigkeit, da fragt man nicht lange nach. Ja, schäm dich! Du führst fröhlich die Foltergefängnisse deines Feindes und checkst es nicht einmal. Ja, stell dir vor, Bush würde die Oberaufsicht über Guantanamo und alle amerikanischen Foltergefängnisse Fidel Castro übergeben. Absurd, nicht? Aber genau so sieht's hier aus. Und der Witz dabei ist, weil du hier den Folterheini machst, steht Gott mit weißer Weste da und kann sich als Guter präsentieren, obwohl er doch die Hölle eingerichtet hat und obwohl er doch den Menschen ewige Qualen aufbürdet, nicht du. Jetzt, wo du es sagst, das ist ja richtige Scheiße. Da werde ich ja richtig wütend. Ich werde nach Strich und Faden verarscht. Exaktumo. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Ja, hör doch einfach auf. Wie? Keine Hölle mehr? Richtig. Ja, was Schlimmeres kannst du Gott doch gar nicht antun. Alle Religionen fußen auf Angst. Wenn die Menschen keine Angst mehr haben, greifen sie zur Vernunft und nicht mehr zur Religion. Ohne die Angst verliert Gott seinen wichtigsten Glaubensknüppel und die Menschen ihre größte Furcht, die Gottesfurcht. Aber die Menschen dürfen doch Gott nicht mehr. Sie lieben ihn jetzt. Ja, und wenn schon, ja, wo sind denn seine Beweise der Gegenliebe? Hä? Ja, du kannst dich hinstellen und sagen, Menschheit, ich liebe euch. Darum habe ich mich Gottes Befehl widersetzt und die Hölle geschlossen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Gott kann euch nichts mehr tun. Die Hölle ist zu. Nein. Na, was glaubst du, wie Gott dann dastehen wird, hä? Er wird ganz schön belämmert gucken, wenn seine Lämpchen zu mir überlaufen. Du sagst es, Teufel.
belämmerte Lämmchen. Schönes Wortspiel. Aber was ist mit den anderen Höllen? Den buddhistischen, muslimischen? Ja, keine Sorge, da war ich schon. Gegen ein bisschen Logik hat noch jeder Glaube verloren. Und nun los! Die anderen Teufel warten schon. Heißer, das wird ein Riesenspaß. Und also brach das Paradies an auf Erden, weil der Teufel seinen Job an den Nagel hängte. Gott tingelte noch ein paar Jahre als Ablassverkäufer durch die Provinz. Aber wer braucht schon Ablässe, wenn es keine Hölle mehr gibt, nicht? Er machte dann mit Kaiser Karl ein Sadomaso-Studio auf. Religionskriege starben langsam aus. Die Menschen kümmerten sich endlich um das Hier und Jetzt und bekamen allmählich ihre Probleme in den Griff. Ja. Und Mr. 3x6? Dem geht's einfach nur gut.